Mein ganzer Körper stand in Flammen. Ich wurde von einem Guide 9 Tage in den seelischen Welten geschult. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin tot. Und in diesen 9 Tagen tauchte ich in das ein, was wir wirklich sind. Ich habe die Multidimensionalität erfahren, was vielleicht wichtig ist, was uns alle betrifft, wenn wir eines Tages diesen Körper verlassen. Dann bekommen wir etwas ganz Wertvolles geschenkt, nämlich eine. Liebe Freunde, Albert Einstein sagte eines Tages, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Ich habe heute eine faszinierende Frau zu Gast, die genau dieses Geheimnisvolle, von dem so viele Menschen ihr Leben lang träumen, wünschen, sich danach vielleicht auch sehnen und sich die Frage stellen, was passiert denn, wenn Oma, Opa, Eltern, ich irgendwann mal das Zeitliche segne und hinter mir bringe, was passiert denn jenseits der materiellen Welt? Und die Frau, die heute bei uns zu Gast ist, ist nicht nur eine internationale Bestseller-Autorin, sondern hat etwas erlebt, wovon sich sehr, sehr viele Menschen seit Tausenden von Jahren immer wieder als Frage stellen. Wie könnte eine Parallelwelt sein, sofern es eine gibt? Und was ist das Göttliche und worum geht es überhaupt hier auf diesem ganzen Erdball? Was ist die Essenz des Seins hier als Mensch in dieser Inkarnation? Und ich freue mich umso mehr, dass sie aus der Praxis für die Praxis etwas mitgebracht hat, was ihr passierte, als sie ihren Unfall hatte, ins Koma fiel und dort tatsächlich das Glück oder auch die Chance hatte, diese Parallelwelt in all ihren Farben und Schönheiten und Emotionen tatsächlich praktisch kennenlernen zu können. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Anke Ewerts. Lieber Maxim, herzlichen Dank auf die Einladung. Du machst ein Riesenfass auf hier. Also wenn wir all das besprechen wollen, brauchen wir Tage. Ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Das klingt total gut. Vielleicht, Anke, kürzen wir das ab, was jeder Mensch sich plus minus denken kann und gehen in die Welt, die die meisten Menschen zumindest in dieser Inkarnation praktisch nicht erlebt haben. Hier ist ja etwas passiert. Magst du uns mal auf die Reise nehmen? Ja, sehr gerne. Ich bin für mich selbst durchs Feuer gegangen. Also ich kenne die Dunkelheit in uns Menschen genauso gut wie das absolute Licht. Und ich hatte ein sehr, sehr schweres Leben, habe es mir selbst sehr schwer gemacht und hatte dann einen Brandunfall. Mein ganzer Körper stand in Flammen. Beim Kaminanzünden gab es eine Verpuffung. Und ich bin buchstäblich verbrannt. Und in dem Moment, als ich Feuer einatmete, keine Luft mehr bekam und wusste, jetzt sterbe ich, in diesem Moment habe ich meinen Körper verlassen. Ich habe mich aus dieser Identifikation mit unserem Körper gelöst und blickte plötzlich von außen auf dieses ganze Geschehnis vor unserem Kamin, wie da dieser Körper wie eine Fackel im Wohnzimmer stand. Und war sofort in einem ganz neutralen Zustand. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich hatte keine Angst mehr und habe mich gewundert, dass es mich selbst immer noch gibt. Also, dass ich immer noch Beine hatte und auf einem Boden stehe und Arme hatte, durch meine Augen etwas sehen konnte. Und eigenartigerweise fühlte sich alles aber ein bisschen transparent an. Es war nicht mehr so dicht, es war nicht mehr so materiell. Und es kamen die Notärzte, mein Körper wurde ins Koma gelegt für 9 Tage. Und ich bin in dieser Zeit in die seelischen Welten abgetaucht. Ich wurde von einem Guide, von einem Führer, man kann ihn Geistführer nennen, man kann ihn höheres Selbst nennen, welchen Namen wir diesen Lichtwesen geben, ist eigentlich egal. 9 Tage in den seelischen Welten geschult. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin tot. Also für mich war ganz klar, ich habe diesen Körper verlassen. Der Körper war schwerst verbrannt. Im Gesicht und an den Händen Brandnarben 2. und 3. Grades. Also meine ganze Gesichtshaut ist transplantiert. Es sieht kein Mensch mehr, aber es ist so. Und in diesen 9 Tagen tauchte ich in das ein, was wir wirklich sind. Also ich habe unsere seelische Essenz erfahren. Ich habe die Multidimensionalität erfahren, aus der wir stammen, die uns auch heute allen ständig zur Verfügung steht. Ich habe diese Sphären erlebt, die uns dauernd führen, die uns diese Impulse schicken, die uns unsere Intuition schicken, die permanent versuchen, mit uns zu kommunizieren. Und
durfte nach 9 Tagen die Entscheidung treffen, in diesen verbrannten Körper zurückzugehen, um all das, was ich dort gelernt hatte, hier auf der Erde in meinem Körper als Anke umzusetzen. Und das hatte zur Folge, dass ich alles aussortiert habe. Also ich habe meine Ehe beendet, ich habe das Haus verlassen, ich konnte diesen Beruf nicht mehr ausführen. Ich habe meine Freunde sortiert, meine Kleidung sortiert. Ich habe alles auf den Prüfstand gestellt. Und fast nichts hielt dieser Liebe stand, die ich dort erfahren hatte. Und seitdem kann ich nicht anders, als allen Menschen davon zu erzählen, wer sie wirklich sind und was das Besondere am Menschsein ist, was wir hier also als Mensch so Tolles zur Verfügung haben. Und dass wir diese Seele, diesen Gott, dieses höhere Bewusstsein niemals außerhalb von uns selbst zu suchen brauchen. Also wir müssen nicht aus uns raus, wir müssen nicht meditieren, wir müssen eigentlich überhaupt nichts tun, sondern alles ist in uns, in diesem Körper gespeichert. Und wir haben zu all dem Zugang. Wunderschön. Das waren jetzt so viele Punkte direkt zum Start, wofür ich dich sehr schätze, dass du da direkt auf das Wesentliche gehst und nicht das, was eine Mainstream-Medienzeitschrift ausschlachten würde. Ja, in der Minute 7 stand sie im Brand, danach erfolgt ein Notruf und das ganze Zeug, sondern dass du direkt in die Tiefe des Ozeans tauchst. Anke, jetzt hast du ein paar Sachen genannt. Vielleicht mal um ein bisschen Fragen dort anzudocken. Du sagtest als erstes, als du zurückkamst, du hast radikal ausgemistet, aussortiert, ja, von Beziehung, Job, Kleider, Freunde. Weil ich habe sowas Ähnliches neulich erst erzählt in einer anderen Podcast-Folge und da kamen auch teilweise so Kritiken, wo ich dann sagte, ich habe eine alte Kunstlederjacke ausgetauscht und gemerkt einfach, dass sie dann, da ging der Ärmel kaputt und einfach, weil es alles Energieschwingung ist und ich merke, bestimmte Energien matchen einfach nicht mehr miteinander oder im Team auch ein paar Leute entlassen dürfen, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mehr richtig. Und dann gibt es aber gleichzeitig viele Menschen, die dann aus ihrem Bewusstseinskegel heraus dann versuchen, einem etwas hineinzuquatschen und dann dir deine scheinbar wahren Absichten zu deuten. Wie siehst du das Ganze? Warum musstest du so viel loslassen, was vorher vielleicht nebenbei weitergelaufen wäre? Also ich würde gerne damit antworten, dass es die Wahrheit nicht gibt. Jeder von uns lebt in seiner Wahrheit und hat in seiner Wahrheit recht. Also jetzt mal auf die Kritiker einzugehen. Ja? Es ist ihre Sicht der Dinge und du auch. Und wenn wir uns entwickeln, wenn wir einen energetischen Sprung machen, einen Entwicklungssprung, dann passen alte Schwingungen nicht mehr. Das merken wir in Beziehungen, das merken wir im Job, das merken wir in ganz vielen Bereichen. Und wir Menschen haben gerne ein Problem im Loslassen. Also wir schleppen gerne alte Dinge mit uns mit, weil sie sich bewährt haben, weil wir uns dran gewöhnt haben. Und die seelische Welt funktioniert aber so nicht. Sondern dort gibt es keinen Raum und Zeit. Dort existiert nur der Jetzt-Moment und alles geschieht gleichzeitig. Alles ist Schwingung, alles ist Frequenz. Jedes Wort, das wir aussprechen, öffnet im Zuhörer, in dir, in mir Felder und Ebenen. Und wenn ich von Ausmisten spreche, dann tue ich das seitdem mein Leben lang in jedem Moment. Ich bin dauernd bereit, loszulassen. Wenn man so möchte, bin ich in jeder Sekunde bereit, etwas sterben zu lassen. Nämlich das, was eben war. Und es geht natürlich um materielle Dinge, die ich, mein altes Leben war vollgestopft mit alten Energien. Und ich hatte so einen extremen Bewusstseinssprung gemacht in diesen 9 Tagen, dass nichts von diesem Alten mehr haltbar war. Wir erleben das jetzt auch kollektiv gerade als Gesellschaft. Ganz viele Menschen hinterfragen ihr Leben und lassen los und lösen sich aus dem Job, sie lösen sich aus dem Land, sie lösen sich aus Freundschaften. Sie hinterfragen den Sinn ihres Lebens. Das ist im Moment eine ganz starke Zeitqualität. Und das ist für mich loslassen. Und eben nicht mehr festhalten, sondern immer mit den Schwingungen gehen, ganz intuitiv. Vielleicht für diejenigen, die jetzt sagen, Nahtoderfahrung, das klingt ja total faszinierend, könntest du, also du verlässt deinen Körper, du siehst, wie dein Körper da gerade brennt, merkst, du bist schmerzfrei, du bist im Paralleluniversum, du siehst dich da mitten im Wohnzimmer, da vom Kamin brennen, sagst danach, also
Du bist danach auch nicht mehr wieder rein in den Körper, sondern du warst die ganze Zeit quasi, die Ärzte haben den Körper abtransportiert und du bist damit hinterher geflogen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, man nennt es Ätherkörper. Es gibt so einen Fachbegriff dafür. Ich habe mich aus dieser, wir alle sind mit unserem Körper identifiziert. Wir glauben, wir sind dieser Körper und wir sind an ihn gebunden. Und das ist aber nicht wahr. Ich wurde aus diesem Körper rauskatapultiert. So hat sich das angefühlt und war dadurch sehr irritiert. Ich wusste ja in dem Moment gar nicht, was geschieht hier mit mir. Und bin dauernd mitgegangen. Also ich war mit im Hubschrauber. Ich habe dauernd versucht, mit dieser Ärztin zu sprechen. Die hat mich aber nicht gehört. Aber ich konnte alles hören. Ich konnte alles fühlen. Ich wollte ihr dauernd sagen, hey, mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Ich guckte auf diesen Körper, der dann verkabelt wurde und im Krankenhaus dann ins Koma gelegt wurde. Es ist eine Paralleldimension, auf der, glaube ich, auch Verstorbene existieren. Es gibt ja viele Menschen, die können Verstorbene wahrnehmen und die können sie sehen mit ihren Augen. Und ich glaube, dass ich mich auf dieser Ebene befand. Und im Krankenhaus kam dann, veränderte sich die Energie plötzlich. Ich wartete dauernd auf so ein Licht, auf einen Tunnel, auf meine tote Oma oder dass irgendetwas passiert, weil ich ja dachte, ich bin tot. Und ich wusste klar, jetzt muss es ja irgendwo hingehen. Und da kam dann dieses Lichtfeld, diese Lichtpräsenz, die männlich wirkte, die mich ansprach und die mich dann aus München, aus diesem Krankenhaus rauszog mit den Worten, Anke, ich würde dir gern was zeigen. Und es war kein Fliegen, es war ein Schweben, es war ein Geschehen lassen. Und ich habe gemerkt, es fällt immer mehr von mir ab, immer mehr, ich kann mich immer mehr ausdehnen, ich bin immer grenzenloser. Diese Begrenzung in unserem Körper, all das löste sich. Und dieser Guide, dieser Führer, dieser Lehrer brachte mich dann erstmal auf eine Ebene, in ein Licht hinein, das so irre ist. Wir Menschen können das nie mit unseren Sinnen wahrnehmen. Es ist ein lebendiges Licht, es ist ein Bewusstseinslicht in einer Helligkeit, ja, das ist für uns mit unseren Sinnen nicht erfassbar. Und ich dachte in dem Moment schon, jetzt bin ich zu Hause. Das ist der Ort, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Aber da begann die Reise erst. Jetzt, um da nochmal direkt reinzugehen. Also du sagtest, männlich wirkende Energie, die dich jetzt auf diesen Spaziergang eingeladen hat, im lebendigen Licht. Das heißt, du konntest jetzt keine konkreten Formen, Umrisse oder ähnliches sehen, sondern es war einfach nur Lichtsäule und die war aber so kraftvoll lebendig, als für den rationalen Verstand gar nicht greifbar, als Materie. Okay. Jetzt eine Frage zuvor noch, weil es ist wahrscheinlich nur mein Ratio, der total neugierig ist. Wenn du aus deinem Körper rausgegangen bist, du warst ja nicht, also du sagtest Äther, ne? Man ist verbunden mit seinem Körper, das war jetzt aber keine Nabelschnur oder ein unsichtbares Band, was du gesehen hast, nichts dergleichen, richtig? Ja, habe ich auch nicht drauf geachtet. Nee, nichts dergleichen. Und ich konnte wählen, wie nah ich an den Körper rangehe, wie weit weg ich gehe. Ich war frei aus dieser Körperbindung. Super. Und jetzt die nächste Frage. Du konntest ja wahrscheinlich dein eigenes Gesicht als feinstoffliches Bewusstsein nicht wahrnehmen, aber du konntest vielleicht deine Hände, deine Beine sehen. Würdest du sagen, die sahen genauso aus, deine Hände in diesem Bewusstsein, wie der Körper? Es war exakt gleich groß. Es waren exakt meine Hände. Ich weiß noch, wie ich verwundert drauf geguckt habe, dass sie transparent waren. Aber ich konnte etwas greifen, etwas Materielles, wenn ich wollte. Und ich konnte aber auch durchgreifen. Also es war besonders spannend im Krankenhaus. Ich befand mich in der Intensivstation. Meinen Körper hatten sie schon ins Koma gelegt. Er lag dort im Bett. Und ich konnte mich zu ihm auf die Bettkante setzen. Und konnte aber auch durch dieses Bett durchgreifen. Ich konnte regelrecht durch Wände gehen, wenn ich wollte. Und das habe ich dort festgestellt, ganz verwundert, dass es an mir liegt, ob ich Materie wahrnehme und mich an der Materie orientiere oder ob ich in die Schwingung hineingehe und praktisch durch die Materie hindurch schwinge.
Wow, faszinierend. Du sagst, du bist dann wieder in diesem Lichtkegel, ne? Die Energie holt dich und du merkst, es ist nach Hause kommen. Und danach begann ja die eigentliche Reise. Erzähl. Ich hatte mich mein Leben lang nach dem Tod gesehnt. Also eigentlich fühlte ich mich in meinem Leben schon immer falsch. Ich wollt nicht wirklich hier sein. Und als das dann geschah, war ich extrem glücklich, diesen Körper verlassen zu haben, diese Schwere meines Lebens verlassen zu haben. Und war aber gleichzeitig unfassbar neugierig. Ich bin astrologisch geprägt aus meinem Elternhaus. Mein Vater ist Arzt für Naturheilkunde. Er hat mir schon immer beigebracht, dass alles miteinander zusammenhängt. Und ich hatte an meinen Führer, an meinen Lehrer unfassbar viele Fragen. Wie manifestieren wir denn überhaupt? Wo sind wir hier? Warum habe ich mir meine Eltern ausgesucht? Warum hat die Astrologie Einfluss auf uns? Wie funktioniert Homöopathie? Unendlich viele Fragen. Gibt es nur ein Universum? Gibt es viele Universen? Was heißt alles ist eins? Und er lachte jedes Mal und zeigte mir diese ganzen energetischen Bewusstseinsebenen. Und er brachte mich in dieser Zeit immer höher, immer weiter. Also was vielleicht wichtig ist, was uns alle betrifft, wenn wir eines Tages diesen Körper verlassen, dann bekommen wir etwas ganz Wertvolles geschenkt, nämlich eine Lebensrückschau, in der wir auf dieses Leben zurückblicken, wie in einem Film. Dieser Film ist aber multidimensional. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf den Moment deiner Einschulung blickst und dir der gezeigt wird, dann bist du in diesem Moment und du fühlst nicht nur, wie hast du dich damals gefühlt, sondern auch, wie fühlten sich alle anderen Kinder, wie fühlte sich denn die Lehrerin, wie war es für deine Mama, dass sie dich loslassen musste. Also du hast einen multidimensionalen Einblick in alles, was in diesen Momenten geschieht. Und es ist besonders spannend, wenn man eine schwere Kindheit hatte oder wenn man schlimme Dinge erlebt hat. Wenn jemand zum Beispiel dich geschlagen hat, dann fühlst du in dem Moment, was hat der andere gefühlt? Und dadurch begreifst du Zusammenhänge, die wir hier als Mensch überhaupt nicht begreifen können, weil wir immer nur unsere eigene Sichtweise zur Verfügung haben. Und durch diese Lebensrückschau habe ich die Liebe wahrnehmen können, die meine Eltern für mich empfinden. Ich habe diese unbändige Liebe gefühlt, die mein Bruder für mich fühlt. Ich habe ganz viel verstanden, was ich als Mensch nie verstehen konnte. Und diese Möglichkeit bekommen wir alle. Und daraus folgte natürlich für mich die Frage, warum habe ich mir diese Eltern ausgesucht? Warum habe ich dieses Horoskop? Was habe ich mir für dieses Leben gewählt? Und dann ging es in den nächsten Schritt über. Dann wurde mir gezeigt, wie wir unsere Eltern wählen und warum. Welche Qualitäten sie mitbringen, was sie in diesem Leben verkörpern, auch was sie uns für Herausforderungen schenken, damit wir in unsere gewählten Themen gehen dürfen. Und das veränderte natürlich meinen Blickwinkel auf all das kolossal, weil es so etwas wie Schuld nicht gibt. Und es gibt auch dort niemanden, der über uns richtet. Wir können also gar nichts falsch machen. Sondern alles ist aus seelischer Sicht immer in der Ordnung. Das einzige Problem bei mir war, dass ich es nicht verstand. Ich habe mein Leben lang diese Ordnung nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, ich bin falsch oder der andere ist falsch oder ja, was wir uns halt so für Geschichten erzählen hier. Und durch diese multidimensionale Sichtweise und durch dieses Eintauchen in diese kosmischen, seelischen Zusammenhänge wurde mir plötzlich alles klar. Und ich habe in einem einzigen Moment Frieden geschlossen. Mit allem, vor allem mit mir selbst. Und daraufhin ging es dann, also ich habe dann diese Zusammenhänge, warum meine Kinder, warum gerade so, warum habe ich mir den Tod mein Leben lang schon aus allen Blickwinkeln angeguckt, warum meine ständige Suche nach der Wahrheit, nach der Liebe, nach der Essenz.
Und mein Lehrer brachte mich immer höher. Ja, dann habe ich zum Beispiel gefragt, wie funktioniert die Astrologie? Und dann tauchten plötzlich sämtliche Planeten auf, aber nicht als Planeten, so wie wir sie wahrnehmen, sondern als Bewusstseinsfelder. Und ich sah die Erde als lebendiges Bewusstseinsfeld und habe plötzlich verstanden, was uns diese Erde hier schenkt, warum wir Menschen hier genau auf dieser Erde inkarnieren wollen, in dieser Materie, in dieser Dualität. Und wie wir energetisch mit anderen Planeten verbunden sind, warum wir so einzigartig verbunden sind. Und dadurch begreifst du. Du begreifst kosmische Zusammenhänge und du begreifst dich selbst als Teil, als wertvollen Teil dieses großen göttlichen Spielplans, der da in unserem Universum und weit darüber hinaus abläuft. Vielen Dank fürs Eintauchen. Wie ist das mit dem freien Willen? Da gibt es ja auch die verrücktesten Dinge. Ich habe Neil Donald Walsh persönlich gefragt, wie viel freien Willen haben wir? Habe meine eigenen Rituale und Retreats besucht, um die Wahrheit auch selber aus der Quelle zu forschen. Wie siehst du das Ganze? Wie frei sind wir wirklich? Also, beides ist wahr. Wir sind extrem frei und eigentlich gar nicht. Also ich würde es einfach so beschreiben. Wir nehmen uns als Seele, bevor wir inkarnieren, entwickeln wir uns eine Art Spielplan. Was wollen wir lernen? In welche Themen wollen wir eintauchen? Und suchen uns darüber auch unsere Eltern, unser Umfeld, unser Land und so weiter aus. Auch unser Horoskop und die Einflüsse, denen wir unterliegen. Weil sie alle ein wundervolles Studio oder einen wundervollen Raum dafür bieten, genau die Erfahrungen zu machen, die wir brauchen. Und wir legen ein paar Eckpunkte fest als Seele. Unwiderrufbare Eckpunkte. Die sind festgeschrieben. Das ist das, was wir allgemein gerne als Schicksal bezeichnen. Und hier als Mensch haben wir aber permanent den absolut freien Willen. Wir können auf einen Impuls reagieren. Wir können etwas loslassen oder auch nicht. Wir können leiden, so viel wir wollen, können uns in diesem Leid suhlen, wenn wir wollen, unser Leben lang. Wir müssen uns überhaupt nicht entwickeln. Wir können aber auch unseren Mut entwickeln und können die größten Herausforderungen und Hindernisse in Angriff nehmen. Wir tragen alles in uns, um diese Challenge zu meistern. Können sie nutzen, müssen es aber nicht. Da es für die Seele keinen Raum und Zeit gibt, ist es ihr total egal, wie oft wir inkarnieren, wie oft wir dieses Spielchen wiederholen. Sie guckt uns die ganze Zeit, um es jetzt mal bildlich oder zu verbildlichen, lächelnd bei dem zu, wie wir das gestalten. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, wir haben uns vorgenommen, wir wollen nach Rom. Und wir können Autobahn nehmen, wir können Landstraße nehmen, wir können zu Fuß gehen, wir können in die verkehrte Richtung laufen. Wir sind frei in dem, wie sehr wir diesem Ruf folgen. Das ist meine Erfahrung. Superschön, kann es bestätigen. Steht auch im Soulmaster, habe die gleichen Erkenntnisse auch, das in den letzten 20, 25 Jahren teilen dürfen. Anke, jetzt hast du das astrologisch besprochen. Es ist total faszinierend, dir zuzuhören, weil ich fühle mich so bestätigt in dem, was in den letzten 20, 30 Jahren recherchiert habe auf dieser Welt. Und du quasi als jemand, der da praktisch in dieser Inkarnation das erlebt hast, zusätzlich bestätigst. Thema Astrologie. Also nach meinem Wissensstand ist es ja, wie du richtig sagtest, je nachdem welche... Also worum geht es da? Es geht ja um die Bedingungslosigkeit, ne? Dass wir... lernen, alles zu lieben, anzunehmen und uns für das Beste entscheiden. Und das ist, wenn wir, was weiß ich, einer jetzt gerade jemand verurteilt, der an der Tankstelle ein Kaugummi klaut, dann ja nur deswegen, weil er selber nicht weiß, wie sich das anfühlt, einen Kaugummi zu klauen. Ne? Und das heißt, genau. Dann wird derjenige, dieser astrologischen, jetzt würden einige zu Recht sagen, was soll denn bitte, welches Sternzeichen soll denn bitte der Dieb sein, der gerne Kaugummis klaut? Das ist vielleicht jetzt überspitzt dargestellt, aber du weißt, was ich meine. Zum Beispiel jemand, der eher mutiger ist, der kriegt dann einen Widderlöwen oder vielleicht einen wahrheitssuchenden Schützen. Einer, der empathisch, ne, der kriegt den Fisch oder den Krebs, der eher die Menschen empathisch erschließen muss, damit ihm genau diese Anteile geschlossen werden. Und meine Frage an dich ist,
Es gibt ja so etwas wie Seelentypus, ja. Also es gibt ja einige Kolleginnen, die sich auch damit auseinandergesetzt haben. Ne? Was ist dein Seelenprototyp? Und ich frage mich häufiger, war ich dann zum Beispiel in einem anderen Leben mal als Skorpion, mal ein Wassermann, mal ein Zwilling, trotz meines Prototyps, der genau so funktioniert in seinem Grundkernelement und hat sich einfach nur eine Zwiebelschicht namens Astrologie draufgepackt, um genau diese Charaktereigenschaften in diesem einen Leben kennenzulernen und damit diese Erfahrungen zu machen? Wie siehst du es? Also für mich sind Seelenqualitäten. Also ich entstamme einer Seelenqualität, die als Ausrichtung die bedingungslose Liebe hat. Oder die Liebe in allen Facetten und Formen kennenzulernen und zu erfahren. Es gibt aber auch Baumeister, es gibt Erneuerer, es gibt ganz viele verschiedene Seelenqualitäten. Aus denen stammen wir. Und die Astrologie ist für mich so ein bisschen eher wie der Inhalt eines Koffers. Ich habe mir eine Weltreise für dieses Leben vorgenommen. Ich möchte in die Antarktis, dann brauche ich andere Inhalte in meinem Reisekoffer oder in meinem Rucksack, als wenn ich nach Italien möchte. Und so ähnlich ist die Astrologie auch. Also wir bekommen aus den unerschöpflichen Möglichkeiten unseres Universums für das Leben, das wir wählen, die exakt richtigen Unterstützungen in unseren Koffer durch die Planeten. Und deswegen ist das Horoskop so spannend. Und dann bist du mal ein Skorpion mit Widder-Aszendent, mal bist du wie ich Jungfrau mit Waage. Ich habe alles im 12. Haus oder die ganzen Hauptplaneten. Ab Sonne-Venus-Konjunktion und solche ganz tollen Dinge. Also ich bin die Liebe, ich habe das mitgebracht. Und andere Menschen eben nicht. Die haben dafür andere Herausforderungen und bekommen genau den richtigen Inhalt in ihren Reiserucksack. Verstanden. Das heißt, also astrologisch können wir es verändern. Der Grundtypus der Seele, der bleibt immer gleich, weil das ist einmal entstanden und der geht über zahlreiche Inkarnationen. Wie ist es mit dem Aussehen? Weil du sagtest ja, du hast deine Hände gesehen und die waren so wie an deinem aktuellen Körper, der gerade brannte. Ich frage mich, wie viel von dem, also mal angenommen, du gehst in die nächste Inkarnation, erschaffst du da dein Aussehen neu? Oder dann sagst du, in dieser Inkarnation brauche ich jetzt einen Körper, der 1,97 Meter ist und männlich ist, ja, und dann aber gleichzeitig suche ich mir jetzt ein Sternzeichen Fische dazu für diesen Körper, um diesen Kontrast zu spüren. Und danach, am Ende dieser Inkarnation, weil du bist ja eigentlich raus aus dem Körper, ja, hast aber diese äußeren Primärmerkmale erstmal behalten. Wann werden die neu sortiert, neu gemischt? Oder ist es instant, wenn du sagst, neues Leben, neue Inkarnation, neuer Körper und jetzt gehst du in dieses Feld Energie rein? Oh, du stellst so spannende Fragen. Also, wir haben ein Körperbewusstsein. Das ist wie ein goldenes Gitternetz. Ein Körperbewusstsein, das wir Leben für Leben mitnehmen. Das ist immer das Gleiche. Wenn wir uns also bei unserem Tod aus dem Körper lösen und dann lösen wir uns erst mit dem Bewusstsein und dann löst sich dieses Körperbewusstsein. Das ist wie ein großer Speicherort unserer menschlichen Inkarnation. In ihm ist alles enthalten, was wir in anderen Leben jemals erlebt haben. Deswegen funktionieren Rückführungen. Deswegen haben wir auf frühere Leben Zugriff über dieses Lichtnetz. Und wenn ich mir jetzt für ein neues Leben wähle, ich möchte erfahren, wie es ist, ausgestoßen zu sein aus der Gesellschaft, also nicht Liebe. Dann wähle ich mir einen Körper, der nicht hübsch ist, der vielleicht schwer behindert ist oder entstellt ist oder krank wird mit, was weiß ich, ja, mit irgendetwas, weil ich dadurch in die Erfahrung komme, dass die Gesellschaft mich komisch anguckt, weil ich nicht in das Bild passe. Also ich glaube nicht, dass wir uns einen Körper erschaffen und vorgeben, der ist 1,97 groß. Aber ich wähle ganz klar männlich oder weiblich, hübsch oder nicht. Ich habe zum Beispiel mit meinem Gewicht noch nie ein Problem gehabt in dieser Inkarnation. Das spielt für mich keine Rolle. Aber ich weiß, ich habe andere Inkarnationen, da spielte das Gewicht sehr wohl eine Rolle. Und solche Eckdaten, die wählen wir uns.
Und bezüglich, jetzt habe ich meine Frage vergessen, die kommt sofort. Nee, tut sie nicht. Irgendjemand macht gerade da oben den Deckel zu. Macht nichts. Also wir glauben oft mit unserem Verstand, dass da zu viel festgelegt ist. Eigentlich ist es das nicht. Und vor allem das große Wunder ist für uns Menschen, wenn wir hier begreifen, das, was uns die Wissenschaft ja schon lehrt, dass alles wandelbar ist, dass wirklich alles Schwingung und Frequenz ist, dann entwickeln wir uns in ein Bewusstsein hinein, dass wir es steuern können. Wir können wandeln. Also mein Gesicht zum Beispiel war schwerst verbrannt. Die haben mir die ganze Gesichtshaut abgelasert. Es war eine einzige offene Wunde. Und ich habe nie eine Schönheits-OP gemacht. Ich war noch nicht mal auf Reha. Ich habe mich sogar selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Einen Tag, nachdem ich aus der Intensivstation rauskam. Und mein Körper ist dazu in der Lage gewesen, selbstständig, ohne irgendwelche Hilfsmittel, alles wieder so herzustellen, wie es vorher war. Man sieht nur noch eine winzig kleine Narbe über der Lippe. Und wir können unseren Körper selbst heilen. Wir können unser Leben in jedem Moment verändern. Das ist dieser freie Wille. Wir haben eine unschätzbare Macht in uns, die wir erst nutzen lernen dürfen. Mhm. Und das ist das Spannende am Menschsein. Jetzt ist die Frage wieder da. Du sagtest ja, zu Beginn des Interviews sagtest du, du hattest eine Gesichtstransplantation gehabt. Dann sagtest du jetzt gerade, dass das meiste ist wieder zurückgekehrt durch dein Bewusstsein. Unabhängig dazu kannst du ja gleich ausführen. Hat man dir vorher, du wusstest ja, dein Körper ist entstellt, ja? Also der Körper ist größtenteils verbrannt, die Haut ist verbrannt. Wo du drüben warst, hat dir jemand diese Energie gesagt, Anke, mach dir keine Sorgen, es wird alles wieder hergestellt. Wurde dir eine Vorschau gegeben oder einfach nur, und dann wusstest du, hier wird nicht rumgelogen. Und dann hattest du diese absolute Klarheit, wie Jesus sagte, wenn du zu diesem Berg sagst, ne, heb dich empor und stütz dich ins Meer, dann wird es geschehen, wenn du daran glaubst, was uns aber abhanden geht hier auf der Erde. Also genau so war es. Eigentlich war es so ein bisschen Verhandlungssache. Ich sollte in diesen Körper zurück. Also mein Lehrer hat mich ins Krankenhaus zurückgebracht und ich hatte mich geweigert. Ich habe gesagt, in dieses Ding gehe ich nicht wieder rein. Ich bin tot und mir gefällt es hier so gut. Und dann hat er mir aber diese Welten, dieses Körperuniversum gezeigt. Er hat mir das Bewusstsein meines physischen Körpers gezeigt. Und in dem Moment habe ich mich in diesen heiligen Gral verliebt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zurück. Ich verändere mein Leben, aber ich habe zwei Bedingungen. Einmal will ich nicht entstellt leben müssen. Ich wünsche mir, dass meine Haut heilt. Und er lachte und dann sagt er, ja, wenn du das möchtest, ja. Und ich sagte, die zweite Bedingung ist, ich möchte das, was ich hier erlebt habe in diesen 9 Tagen, nie wieder vergessen. Ich habe keine Lust mehr, hinter diesen Schleier des Vergessens zu fallen. Und er lachte und dann sagte er, Anke, alles, was du einmal bewusst erlebt hast, kann nie wieder ins Unbewusstsein zurückfallen. Und genau diese beiden Dinge sind eingetreten. Also ich wusste, ich war so überzeugt davon. Für mich war es eine Gewissheit, dass mein Körper heilt. Und genauso geschah es auch. Und das ist eine unserer Gaben, die wir als Menschen haben. Wenn wir wissen, dass etwas ist, dann geschieht es. Wie du eben das Beispiel von Jesus gebracht hast. Unser großes Problem ist, dass wir oft unseren Fokus auf Ängste legen oder auf Dinge, die nicht funktionieren. Und die manifestieren wir genauso. Also die Seele macht keinen Unterschied, ob das jetzt schön ist und positiv oder negativ. Aber wir sind Geschöpfe mit einer unglaublichen Manifestationskraft. Mhm. Bezüglich dessen, was du erfahren hast, was du ja emotional gefühlt hast in deinem Körper, was würdest du sagen, vielleicht zwei Dinge, die die Menschen, wenn sie es realisieren würden, also wenn sie jetzt einmal eine Stecker gezogen, die verlassen den Körper und einmal im Paralleluniversum sich wiederfinden würden,
Was sind so aus deiner Erfahrung, was du vielleicht gesagt hast, hey, da war totaler Irrglaube, da habe ich mich mein Leben lang irgendwie verlaufen. Also was sind so ein, zwei Dinge, die als erstes dir bewusst geworden sind und wahrscheinlich vielen, den Quatsch habe ich die ganze Zeit umsonst getan, wozu? Und vielleicht ein, zwei Qualitäten, was du jetzt gerade sagtest, wir sind mächtig, wir sind schöpferisch. Also was sofort kommt, ist, nimm Druck raus. Nehmt Druck aus allem raus. Nichts an uns ist falsch. Egal, was wir tun, egal, was wir machen, es ist immer richtig. Wir Menschen setzen uns viel zu sehr unter Druck, unter einen Erwartungsdruck. Also aus seelischer Sicht wird überhaupt nichts von uns erwartet. Im Gegenteil, wir dürfen spielen, wir dürfen das Leben als ein Abenteuer sehen. Und da schließt sich sofort der zweite Punkt an. Du bist reine Liebe und diese Liebe ist keine Theorie. Viele Menschen begreifen es theoretisch oder setzen sich theoretisch damit auseinander, sondern du bist wirklich eins der reichsten Schwingungsfelder, die es gibt. Und du trägst alles in dir. Und das Allerwichtigste ist, dass du für dich selbst ein Gefühl bekommst, dass du diese Liebe zu dir selbst fühlst. Nichts ist außerhalb von uns. Es ist wirklich alles in uns und wir haben zu allem Zugang. Und ich glaube, wenn wir dieses Vertrauen erlangen und uns nicht unter Druck setzen, also nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen hier eine Challenge bestehen und irgendwie uns vergleichen mit anderen auf unserem Weg, sondern eher spielerisch an die Sache rangehen, dann öffnen sich ganz viele Bewusstseinstore ganz von selbst. Wir machen es uns viel, viel schwerer, als es in Wahrheit ist. Liegt es möglicherweise daran, dass wir als Menschen auch das Konstrukt des Egos entwickeln, was im Paralleluniversum nicht stattfindet, weil dort die Liebe präsent ist? Was uns hier zur Verfügung steht und was es in den seelischen Welten nicht gibt, ist der Verstand. Der Denker, der Zweifler, der Verstand, der etwas erst begreifen muss, der kann nicht in die Unendlichkeit. Der muss die Unendlichkeit erst erfassen und begreifen können. Und das ist das ist dieser Schleier des Vergessens. Über den Verstand entwickelt sich dann ein Ego, eine Wahrnehmung unserer selbst, die überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, sondern die sich nur aus all diesen Gedankenillusionen und verrückten Ideen zusammensetzt, die wir uns da selbst basteln und auch selbst immer wieder erzählen. Und dadurch leben wir wie in einer Schneekugel. In dieser Schneekugel gibt es eine ganz eigene Welt, die kann kunterbunt sein. Und das Glas außenrum ist unsere Verstandesblase. Nur außerhalb dieser Schneekugel existieren wir auch. Und da dürfen wir Zugang bekommen. Also mein Weg, den ich mit den Menschen gehe, ist, diese Schneekugel auszudehnen, den Verstand auszudehnen, ihn mitzunehmen in diese Unendlichkeit. Und irgendwann gibt er sich geschlagen und sagt, okay, das alles existiert jenseits der Worte, jenseits des Denkens. Und dann kommen wir in unsere Wahrhaftigkeit. Wunderschön. Anke, das ist ein bewegendes Schlusswort. Ich glaube, das wird so viele Menschen jetzt zum Nachdenken, zum Entspannen bringen, aufhören zu hetzen, die Leichtigkeit wieder Einkehr zu finden und sich daran zu erinnern, worum es wirklich geht. Wir verlinken deine wunderbaren Bücher, wo du es auch sehr präzise Schritt für Schritt auch beschreibst, was dir passiert ist. Alles unterhalb dieser Folge, Freunde, findet ihr die Links. Bitte zieht's euch rein. Und vor allem, das ist das wunderschöne Geschenk, was Anke bekam und was jetzt du vielleicht als Zuhörer hier auch jetzt mitbekommst, sich daran zu erinnern, worum es wirklich geht. Und es geht immer um dich, um deine Seele, die wichtigste Ratgeberin in deinem Leben und danach Schritt für Schritt im höchsten Bewusstsein für dich, für deine Mitmenschen, einen Schritt nach dem nächsten. Liebe Anke, danke für deine bewegende Geschichte, für das, was du mit der Welt teilst, vor allem, dass du dich selber so sehr komplett verändert hast und jetzt so vielen Seelen hilfst, ihr Leben mit Leichtigkeit anzupassen, zu verändern. Von ganzem Herzen vielen Dank. Vielen Dank, Maxim. Ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ein geniales Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung deiner Seelenkräfte.
Und wenn du Lust hast, mal praktisch einzutauchen, so findest du in meinem Nummer 1 Spiegel-Bestseller-Buch Soulmaster Praxiswissen zu diversen Lebensbereichen und bekommst einen Online-Kurs im Wert von 200 Euro kostenfrei mit dazu. Einfach hier klicken und durchstarten.